Ja, hallo und willkommen zurück zu Donkey Kong für den Game Boy, Part Nummer 7. Ja, im letzten Part haben wir die Eiswelt hinter uns gelassen und sind hier in Rocky Valley gelandet. Da werden wir auch gleich weitermachen hier in Welt 8.5. So, ja, hier haben wir wieder unsere tollen Igel, die die Wände hochlaufen können. Ist mir übrigens nicht so sofort aufgefallen. Aber man hinterfragt ja bei solchen Spielen sowas eigentlich nicht. So, machen wir hier auf. Okay. So war das eigentlich nicht geplant. Nach. Komm, fang ihn. So. Na! Verdammt. Aber so müssen wir halt hoch, damit wir die Steine aus dem Weg räumen können. Bin ich genau in den Gegner reingesprungen. Verdammt. Das Ganze gleich nochmal. So. Einmal den Gegner hier weg. Auch ihr gehört weg. Ich mache das Ganze jetzt halt mal ein bisschen lockerer. Wir sind sicherer. So, ein frischer, der länger hält. Na, komm. Und geschafft. So, weg mit euch. Und natürlich hier noch die Steine wegmachen. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Ach, jetzt muss ich hier nochmal mir den Hammer holen. Einmal runter. Na, hau ab. Böser Igel. Eigentlich mag ich ja Igel, aber den nicht. So. Lassen wir ihn einfach mal am Leben. Zumindest solange er uns auch in Ruhe lässt. Na, komm, schön. Schön gemütlich. Und geschafft. Warum nicht gleich so? Den eben haben wir sowieso wieder eingesammelt. Also... Man sieht ja, was Leben angeht, ist dieses Spiel sehr fair. Also wirklich ohne Probleme machbar. Ah ja, okay. Dann haben wir einen fiesen Skorpion. Ja, ich muss gerade mal, ich muss überlegen, wie das Level hier nochmal aufgebaut war. Okay, das macht das Ganze hier runter. Wie kommen wir hier hoch? Ach, das wird wieder so ein größeres Puzzle-Level sein. Wie auch einmal in der Pyramide. Ja, nicht mich zerquetschen. Okay, hier haben wir den Schlüssel. Da müssen wir auf jeden Fall wieder nach unten. Jetzt haben wir die Frage, wo? Ja, hier. Wäre vielleicht die beste Methode. Na, Achtung. Aber wir müssen irgendwo noch einen anderen Schalter aktivieren, weil ich sehe hier, hier ist die Tür zu. Ach so, ja, gut. Na gut, den Skorpion können wir nicht abwerfen, so viel zum Thema. So, es dürfte vielleicht die Tür offen sein. Ja, genau. Achtung, nicht zerquetschen lassen. Ja, dann war das Level doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Dann war es echt nur dieses eine Pyramidenlevel, wo ich lang gehangen habe. Gleich weiter hier. Heute geht's locker flockig. Ah, ich glaube, die schießen die. Okay, da oben haben wir den Schlüssel. So, mal überlegen, wie war das nochmal? Wir können uns auf jeden Fall fallen lassen. Ja. Ich glaube, es war ein bisschen eins zu hoch, aber ich fand der... Ja gut, es müsste eigentlich trotzdem gehen. Ja. Und rüber hier. Oh ja, ich sehe schon, was wir machen müssen. Okay, wir können auch die Teile abschließen, wusste ich gar nicht mehr. Also wir müssen auf jeden Fall da die Steine wegmachen, aber das geht nur, wenn, ja. Wenn er uns auch Zeit lässt. Ja, jetzt dreht er nochmal das Ding um. Jetzt müssen wir erstmal Geduld haben hier, sonst wird es nichts. Ah, hat nicht aktiviert, okay. Na, komm. Nee, warte mal, so wird es gerade echt nichts. Wie kriege ich jetzt nochmal die Steine da weg? Ich muss ja irgendwie hochspringen können. Gehen wir gleich nochmal hoch hier. Habe ich mir jetzt doch einfacher vorgestellt, als es am Ende ist. So, Schlüssel holen. Hier nach unten. So. Wir müssen auf jeden Fall den Schlüssel dahin werfen.
Aber wie komme ich da hoch mit dem Hammer? Ah, ich glaube am besten auch wenn... Ja, ich muss halt ganz rechts stehen. So. So. Na, verdammt. Ja, ich habe gedacht, der fängt den Hammer nicht. Ach, Mist. Ach Gott. Okay, jetzt wissen wir es aber. So, einmal hier hoch. Ach ja. Es gibt ja übrigens noch mehrere Spiele wie das Mario Donkey Kong. Und zwar gibt es ja für den Game Boy Advance Mario vs. Donkey Kong, das dann halt auf dem DS und 3DS weitergeführt wurde. Wobei sich, soviel ich weiß, das Gameplay mit der Zeit auch verändert hat. Dass es dann immer mehr Richtung Lemmings gegangen ist. Ja, ich habe die Game Boy Advance leider, Game Boy Advance Version ja leider noch nie gespielt. Na komm, aktiviere den Schalter. Mach doch. Jetzt wartet hier. Will echt, dass die Zeit abläuft hier. Na komm. So, und hoch. Ich weiß auch gar nicht. Ja, ich muss noch nicht einmal einen Rückwärtshalte machen. Ich mache es hier komplizierter, als es am Ende ist. Ganz normal hochspringen, dann klappt es auch. Ach ja. So, okay. Dann hoffe ich, dass die Zeit noch langt. Wenn nicht, habe ich... habe ich ja unnötig Zeit verschwendet. Wortwörtlich. Nicht nur eure, sondern auch meine und auch die von der Ingame-Zeit hier. So, komm. Donkey Kong Junior, hilf mir mal hier. So. Hoch. Nein! Verdammt! Ich habe die Bolle nicht gesehen. Egal. Komm, gleich nochmal. Diesmal richtig. Dum, 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 dum. Uiui. Im richtigen Moment den Schalter aktiviert. So, und jetzt tun wir mal einfach so, als wäre ich niemals Game Over gegangen. Mal sehen, ob das hier klappt, wenn ich das hier so sage. Na? Ja, klappt doch schon mal besser. Natürlich die Frage, ob ich auch den Schlüssel rechtzeitig kriege wieder. Nein! Der Schlüssel ist natürlich weg. Das gibt's doch nicht. Wie komme ich hier wieder raus? So am besten, ja. Ach ja, war natürlich klar. Aber immerhin haben wir jetzt die Steine weg. Müssen wir nur aufpassen, dass uns die Pflanze oben nicht trifft. Und hoch. Einsammeln. Ach ja, ist ja schon ein bisschen beschämend, dass ich das Spiel damals so ein bisschen auf Zeit gespielt habe. Aber auch nur die Anfangslevel, wenn ich ganz ehrlich bin. So, jetzt müssen wir ja den Schlüssel nicht mehr unten reinwerfen, sondern können ihn gleich mitnehmen. Ich glaube, es wäre sogar wirklich einfacher gewesen, wenn ich einfach nur... Ja, wenn ich den ersten Stein weggemacht hätte und dann den Schlüssel geholt hätte. Aber, ja gut, wenn man es zeitlich schafft, müsste eigentlich funktionieren. So, Donkey. Zeig mir mal, was du mit deinen Steinen kannst. Ja, kommt mal leider nicht hoch. Oh! Okay, der hat mich getroffen, verdammt. Ich hab ganz vergessen, dass da so ein Stein so runterkommt wie damals auch vom Original, dass der halt so nach links und rechts fällt. Müssen wir halt aufpassen, dass wir uns nicht treffen lassen hier. Na? Ah, okay, der letzte Stein, der geht nach rechts. Da dachte ich, ich stehe richtig, aber gut, ich stand ja auch richtig. Ich habe nur aufpassen müssen wegen dem einen Stein. Ja, 9 Minuten haben wir erreicht. Das war Millimeter zu weit nach vorne gelaufen. Mario, du musst dir mal dickere Schuhe kaufen. So, jetzt aber richtig hier. Man muss halt echt dazu sagen, wenn ich nur ganz leicht nach links und rechts laufe, dann macht er auch schon so einen halben Meter. So, dann passen wir auf den... Okay. Okay, gut, wir müssen auf die Steine besser aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, warum der uns getroffen hat, aber... Ja, wir haben es ja gesehen, dass er uns getroffen hat. Ach, Mario, was machst du mit mir? Wenn wir es ganz geschickt anstellen, könnten wir auch so oben auf einen Stein springen und dann... Ja, oder wir lassen uns nochmal treffen und verbrauchen all unsere Leben. Das gibt's doch nicht. Ach ja. Okay, jetzt nochmal richtig auf die Steine achten. Also die Steine fallen immer, wie sie halt gerade lustig sind.
Ja. Das ist ein bisschen random. Bleibst du da, Stein? Ach ja, das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Okay, also die Steine fallen ein bisschen random. Jetzt müssen wir einfach nur darauf aufpassen, dass die wirklich nach rechts gehen. Das Einzige, was er macht, ist, dass er den einen... Ich rutsche da jedes Mal aus Versehen in die Stacheln rein. Ich will nur ein Pixel nach vorne laufen, aber Mario läuft halt ein paar Meter weiter. Gut, dann würde ich einfach hier stehen. Nee, natürlich nicht, sonst trifft uns ja der erste Stein. So, komm. So klappt das natürlich besser. Achtung. Ja, so geht das natürlich sehr viel besser. Eigentlich ist das Level überhaupt nicht schwer, aber ich habe extrem unterschätzt, wie die Steine rollen. Eieiei. Na gut, immerhin habt ihr was zu lachen. So. Ja, das... soll eigentlich quasi dafür so irgendwie zeigen, dass man halt wirklich drüber kommt. Aber wenn man halt schnell genug drückt, dann kommt man da trotzdem hoch. Also, ihr habt es ja in dem einen Level gesehen. Ich weiß auch gar nicht, warum man da... Also ich meine, wenn es die Möglichkeit da ist, dass man halt schnell genug hochschwimmen kann, warum man dann, ja, gezeigt bekommt, dass man es eigentlich nicht kann. Dass man irgendwie höher rein in den Wasserfall springen muss, dass man, ja, dass man da hoch kann. So, und hier war es, soviel ich weiß, das Einfachste, wenn wir uns gleich am Anfang klein machen. So, und zwar, weil wir dann schön gemütlich unten durchkommen können. Da sparen wir uns ein bisschen Weg. Also wenn man... Ich muss noch nicht mal wirklich schnell drücken. Also ich drücke da ganz normal. Und trotzdem schafft man das hier ganz locker. So, hoch da. Aufpassen auf die Polle. So. Müssen wir natürlich den Schalter aktivieren. Nicht treffen lassen. Ei, ei. Wie fliegt denn der Pilz? Nein! Das war nicht gut. Das war zu tief gefallen. Ach, einmal ein Level zu schaffen, ohne einmal sich treffen zu lassen. Na komm, mach mich klein. So. Eigentlich bin ich jetzt klein genug, um durchs Schlüsselloch zu laufen, aber na gut. So realistisch wollen wir es ja nicht sehen. Eigentlich dürfte ich gar nicht klein werden durch Pilze. Ach ja. So. Zumindest sparen wir uns echt die ganzen, eine andere Richtung. Achtung. Ja, das war ein bisschen Risiko, aber hat gut geklappt. Immerhin hat es jetzt richtig so funktioniert, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und Tür zu. Ja, sehr schön. Was sagt die Zeit? 13 Minuten? Ja gut, also die zwei nächsten Level, oder drei, die schaffe ich auf jeden Fall noch. So oder so. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich die Welt in diesem Part abschließe, aber jetzt wird zeitlich vermutlich nichts. Ach, das Level, ja. Das ist eigentlich auch super leicht. Oh, wir haben hier Wind, okay. Weil wenn wir richtig fallen mit dem Schlüssel, dann können wir, ja, so natürlich nicht. Dann können wir ausnutzen, dass wir überall die, hätte springen sollen. Wie heißt's? Die, Sprungfelder nehmen. Und damit unseren Fall abbremsen. So, dass ich zum Beispiel... Und dann einfach natürlich auch gucken, dass ich den Schlüssel am Ende kriege. Verdammt. Ich hätte ein bisschen besser weiter links schalten können. Und das ist eins dieser Level, was ich auch auf Zeit gespielt habe. Ich weiß nicht mehr 100% wie genau man da jetzt springen musste, aber... Das war schon, ja, fast perfekt, weil wie ich es da gemacht hatte damals. Das Wichtigste ist halt wirklich, dass, ja, dass man nicht zu tief fällt, weil sonst Mario, ja, sich den Kopf stößt, wissen wir ja. Ja, das war schon zu tief. Oh, reicht das noch? Ah, okay, hat noch gereicht. Ich weiß zwar nicht, warum das die Animation war, dass ich mir den Kopf gestoßen habe, aber okay, gut, ich beschwere mich nicht. Immerhin hat es geklappt und ging schnell. Vielleicht schaffe ich ja doch noch die Welt. Mach schon den Part ein bisschen länger. Gucken. Ah, ja, okay, da war ja was.
So, einmal hier hin. Ich musste gerade wirklich nur mal kurz analysieren, wie das Level hier aufgebaut war. Und zwar, wenn man das jetzt richtig geschickt macht, dann könnte man das wirklich schaffen, ohne dass man, Mist, ich hätte den... hätte die nach oben setzen müssen. Jetzt komme ich da garantiert nicht hoch, ne. Ach ja, nee, das war dumm. Geht ja auch nicht anders da als so. Aber immerhin sterben wir hier nicht. Außer durch die Zeit vielleicht. So, natürlich hier nach oben. So, sehr schön. Ja, der Stachel ist da übrigens mit Absicht, dass man nicht uns einfach drücken können und da dann hochkommen. Okay. Das ging doch mal zeitlich. Bin gerade echt am Überlegen. Verdammt. Irgendwas mache ich gerade falsch. Ich hatte echt die Erinnerung, dass es mal so ging. Müssen wir halt den Schlüssel auch rüberwerfen, klar. Irgendwas übersehe ich stark, garantiert. Oder war das einfach nur, weil ich... Ja gut, okay. Es ging irgendwie mal einfacher, aber ich habe jetzt echt irgendwie keine Ahnung mehr, was ich jetzt anders gemacht habe. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr knapp. So, Donkey Kong. Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe in den meisten Parts sehr häufig, Bowser gesagt. Oh, Achtung. Na, verdammt. Das war eigentlich auch eins meiner Lieblingslevel, weil man hier sehr schnell nach oben kommen kann, aber man muss natürlich aufpassen, dass wir nicht von den Steinen getroffen werden. Oh, Achtung. So, immer. Na, verdammt. Das gibt's doch nicht. Ach ja. So, ist aber richtig. Ein bisschen mit Skill hier. So, hier hoch und Achtung, nicht von den Steinen treffen lassen. Eieiei, das war knapp. Ja, wenn man die Level nicht mehr kennt, spring doch Mario, verdammt. Das war nicht gut. So, Achtung und hoch und hoch. Ja, die Steine fallen halt leider runter. Wenn man zu lange drauf bleibt. Ach. Ja, bis man es halt so weit verbaut, bis man gar nicht mehr hochkommt. Nee, das... Oh, ich bin da mal... Früher bin ich da richtig schnell hochgekommen, als ich das Level noch gut kannte, aber irgendwie... Keine Ahnung mehr. Ja, so natürlich nicht. Ich wollte einen Rückwärtssalto machen. Ach, richtig machen, hier. Ja, das merkt man auch wieder, dass ich versuche, das Level schnell zu machen. Okay, dann machen wir es halt gemütlich. Natürlich nicht von den Steinen treffen lassen. So, und noch einmal. Oh, ich stand eben auf dem Stein drauf, okay. Na, Achtung, und hoch. Sehr schön. Ach, Mann. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das Game so habe schleifen lassen. Wie gesagt, das letzte Mal, als ich das Spiel wirklich aktiv gespielt habe, war 2009. Und ja, das sind einige Jahre dazwischen. Und da merkt man schon, was man verlernen kann. Feuer, es brennt. Mario, du läufst auf Lava. Also, wir können nicht auf Lava laufen, nicht wie es da gezeigt wird. Ach ja. Ja, 99 ist Maximum. Haben wir ein Level zu viel bekommen. Und diesmal hat sogar die Zeit vom Part richtig gut gepasst. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen, auch wenn, ja, ich selber sagen muss, dass ich hier unnötig faile. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.